der richtige Anfang kommt gleich. Es kann sein, dass der Ton heute ein bisschen viel mit Nebengeräuschen ja, zugewuchert ist. Ich hab hier noch ein Atmo-Mikrofon, was ich eigentlich dafür nehme, dass es ein bisschen räumlicher klingt und man ein bisschen mehr den Regen hört. Weil ich habe eigentlich noch ein Lavalier-Mikrofon für den direkten Sound, aber ich sehe gerade ganz am Ende des Videos, mein Taschenlader ist einfach ausgegangen. Wahrscheinlich hat die Batterie mittendrin versagt. Also viel Spaß. Das meine ich. Diese Geräusche, die werdet ihr bestimmt gleich hören, weil wie gesagt, der ist mittendrin abgeschmiert. Tut mir leid, aber hoffentlich trotzdem viel Spaß im Video und jetzt geht's los mit der richtigen Moderation. Ciao. Moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute aus unserem Garten. Ja, eigentlich habe ich gedacht, das Wetter wird richtig, richtig geil. War auch so angesagt, aber dann kam der strömende Regen und die Ironie ist, ich habe im strömenden Regen das Ganze hier aufgebaut und jetzt sitze ich da, wo es fast aufhört. Naja, egal. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Event React. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe nochmal bei Instagram gefragt und da kam eigentlich viel positives Feedback zurück. Die erste Folge kam ziemlich gut an, da ging es ja um Flickflack und ja, in der Folge 2 kümmern wir uns heute mal um das Musical Starlight Express. Ich war nämlich 2 Tage lang da in Bochum und habe mir das mal angeschaut und das läuft glaube ich schon über 30 Jahre oder genau 30 Jahre läuft dieses Musical jetzt. Also eine unfassbar große Zahl, eine unfassbare lange Dauer. Für die Personen, die jetzt von außerhalb zu meinem Kanal kommen, die mich doch nicht kennen, moin, ich bin Nico und ich kümmere mich normalerweise oder eigentlich immer um Licht und Ton in der Eventbranche. Also jetzt nicht denken, ich werde das Musical jetzt komplett auseinandernehmen und jetzt jeden einzelnen Darsteller hier anpreisen. Darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um die Eventtechnik, die eingesetzt wurde. Es geht darum, wie geil wurde es in Szene gesetzt. Natürlich auch, weil ich das Musical an sich bewerte, das ist ganz klar. Sonst würde es nicht Event React heißen. Es ist meine Meinung, meine Reaktion auf dieses Musical. Also wenn jetzt irgendjemand bei meiner Meinung nicht verankert. Nerven die auch. Also wenn irgendjemand nicht meiner Meinung einverstanden sein sollte, dann ist das dein Pech, dann brauchst du nicht angucken. Ich sag so böse, wie es ist, weil es ist, wie gesagt, mein Video. Ich kann sagen, was ich hier möchte. Gut, das, was YouTube zulässt. Und ja, fangen wir an. Starlight Express. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen, in der Röhre und damals noch in meinem Zimmer und dachte mir so, what the fuck, krasses Ding an sich, aber habe es nie an sich für voll genommen, da mal hinzugehen. Das war mal eine Erwerbung, so wie jeder andere Scheiß auch. Man hat sich das angeguckt, aber dann war es direkt wieder weg. Und dann kam irgendwann meine Mom um die Ecke zum Geburtstag und meinte, wir fahren da jetzt hin. Ich so, was? Und ja, wir sind da wirklich hingefahren. Ich habe das Starlight Express, das hast du überall schon im Fernsehen gesehen, im Radio gehört, dass dafür Werbung gemacht wird, aber noch nie wirklich gesehen, worum es da eigentlich geht. Nur, dass es Leute sind, die extrem krass und aufwendige Kostüme haben und dass die Bühne komplett leuchtet und kunterbunt ist. Als wir da hingefahren sind, habe ich mir im Hinterkopf schon gedacht, warte mal, das Musical läuft ungefähr 30 Jahre lang, was mich schon mal mega umgehauen hat. Wie ist der Stand der Technik, auf die Eventtechnik bezogen? Ich meine, der Beruf Veranstaltungstechnik ist noch sehr, sehr jung. Und damals gab es nur Radio- und Fernsehtechnik und halt nur, sage ich mal, Leute, die das ja nebenbei gemacht haben und wo es auch noch nicht die großen Clay-Parky-Lampen gab. Da gab es ein paar Parkern, da gab es ein paar Lautsprecher und das war's. Also wie wird der Stand wohl sein? Ich war mega gespannt und natürlich auch gespannt auf das Musical selber. Ich dachte gerade, mein Nachbar kommt. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen, hätte ich... Nein, das ist zum Glück nicht so. Kurzum, dann war der Einlass, ich ging in den Saal hinein und dachte mir so, boah, Wahnsinn, also eine extrem coole Kulisse, wirklich geil aufgebaut. Aber der Saal oder die Veranstaltungsstätte habe ich größer in Erinnerung vom Fernsehen, als es denn tatsächlich ist. Das ist jetzt nicht klein, auf keinen Fall, das ist schon ziemlich, ziemlich groß, aber jetzt nicht so groß wie manch andere Areas. Ja, dann darf man nicht vergessen, dass es ja auch, glaube ich, schon immer in diesem Theater spielt. Es hat also nie einen Platz gewechselt und es spielt jahrelang in diesem Saal und deswegen finde ich, hat es auch einen eigenen Charakter, weil die Technik, die da eingesetzt wird, die ist, ich würde nicht sagen Vintage, aber da gibt es halt noch Parkern, da gibt es noch Profile mit Farbwechseln, da gibt es auch noch Scanner, da gibt es eigentlich, glaube ich, habe ich gesehen, da gibt es nur 6 Moving Heads, mehr gibt es da nicht, ja. Ganz viel auf Glühbirne, ganz viel auf Temperaturstrahler und da denken viele so, oh, ist ja langweilig und so weiter, kann er gar nicht mit der heutigen Technik mithalten. Falsch, das ist unglaublich cool an sich, also... Ich dachte auch erst so, können die überhaupt die Lampen hier so in Szene setzen, wie man es heutzutage eigentlich kennt? Das können sie, weil die haben das so geschickt gemacht, die Cue-Listen, dass du diesen Farbwechsel gar nicht mitbekommst, dass du die Motoren nicht hörst, weil in dem Moment schon die Musik kommt. Alles hat sehr geil gemacht und es hat auch für mich diesen alten eigenen Touch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es musste nicht immer alles LED sein, knallbunte Farben, wobei es da echt gut ausgeleuchtet war. Und schnelle Movements und der ganze Quatsch, das muss eigentlich gar nicht sein. Ja, es geht auch anders. Das haben sie ja gezeigt, das fand ich sehr, sehr cool umgesetzt. Was sehr beeindruckend war, war die verfahrbare C1-Anlage. Also komplett ein riesen, ich will nicht zu viel verraten, eine ganz große Brücke gab es da und die konnte sich komplett drehen, hoch, runter und auch noch neigen. Und das, sage ich mal, schon vor 30 Jahren,
krass. Ich weiß nicht, ob es schon immer 30 Jahre so ist. Ich habe gehört, nein, aber trotzdem soll es eine ziemlich lange Zeit diese bewegte Brücke schon geben. Und das ist wirklich beeindruckend, was dann halt schon möglich war und was sie für einen Aufriss machen. Des Weiteren fand ich cool, dass die Bahnen, die raufgefahren sind, waren auch beleuchtet. Überall kleine LEDs eingebaut im ganzen Himmel. Am Ende gab es so einen Sternhimmel, wo wir alle so dachten, so, wow, was ist das denn? Ich dachte so, okay, ein Laser. Und Moment mal, hier ist Haze, aber ich sehe keine Laserstrahlen. Das heißt, die haben in die Decke und in die Böden wirklich immer 5 mm LEDs irgendwo reingesetzt. Das muss ja ein mega Aufwand sein, aber nicht nur alle parallel geschaltet, nein. Es waren wirklich immer verschiedene Matrixen parallel, aber halt auch verschiedene Kanäle und so haben alle, der Sternhimmel wirklich so ein bisschen, wie soll man sagen, der hat wirklich so geglimmt halt, also komplett dieses Glitzern gehabt. Das heißt, das müssen ja verschiedene Kreise gewesen sein, die einzeln beansteuerbar sind, weil sonst geht's gar nicht. Einzeln beansteuerbar, guter Deutsch, Nico. Ich merke schon, ich rede total durcheinander, was das Ganze angeht, aber es ist auch unglaublich schwer, diese ganzen Gedanken, die über diese Veranstaltung hier drin sind, in den roten Faden zu packen. Weil es gibt einmal diesen technischen Aspekt und einmal wirklich diesen darstellerischen Aspekt. Und beides war unglaublich cool. Die Story ist jetzt nicht die größte. Es geht um Eisenbahn. Es geht um Eisenbahn, ja, in verschiedenen Konstellationen, verschiedene Antriebsmöglichkeiten, aber es ist sehr süß gemacht und man muss sich darauf einlassen. Es ist wie ein Disney-Film. Man kann heute noch mit 40 Jahren, ob es jetzt zugibt oder nicht, das ist mir scheißegal, weil jeder macht es und bei vielen ist es einfach so, man kann auch mit 40 noch einen Disney-Film gucken. Genauso ist dieses Musical auch vom Charakter her. Unglaublich niedlich gemacht, sehr cool gemacht und hat viele lustige und viele traurige Momente, aber an sich ein Happy End und alles sehr, sehr lustig und cool gemacht. Extrem gute Schauspieler und der Gesang war wirklich auch bramissima. Also ich war schon, würde ich behaupten, in vielen Musicals drin und da kennt man das, der Gesang ist jetzt nicht immer so erste Sahne. In dem Fall war es aber wirklich, wirklich gut, muss ich ehrlich sagen. Und was mich da, wo wir jetzt schon beim Gesang, beim Ton sind, mega überrascht hat, war der Sound. Ihr müsst euch vorstellen, das war nichts vom Band. Alles Orchester. Diese Show spielen die schon über 1000 Mal. Natürlich immer in anderen Besetzungen, aber trotzdem ist diese Show schon über 1000 Mal. Und es wurde so authentisch rübergebracht, wo ich dachte, ey, als wenn gerade Premiere ist. So, das war unglaublich interessant und gut umgesetzt einfach. Weil ich mir denke, wie schafft man das, nach so vielen Shows Leute noch so zu begeistern? Weil irgendwann wird es auch für die Schauspieler langweilig, ist ja wohl klar. Ihr habt mir gesagt, ein Orchester, ein Stockwerk tiefer. Und live ist es schwer, ein Orchester abzumischen. Plus Gesang, dass der Gesang verständlich wird. Hallige Halle, also hohe Laufzeit. Schwierig. In diesem Musical war es sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Ich habe auch schon im Kommentar gelesen, dass bei ihm das wohl nicht so gut war. Garantiert werden doch immer verschiedene Techniker vor Ort sein, verschiedene Musiker, verschiedene Darsteller. Aber da, wo ich da war, war es wirklich verdammt gut und ich bin im Sound sehr, sehr streng für die, die mich kennen, die wissen das. Der Sound war auch sehr interessant gelöst. Links, rechts Line Array. Ich würde sagen Doppel 6,5 Zoll, Doppel 5 Zoll, größer war es nicht. Ja, Doppel 6,5 kommt ganz gut hin. Und in der Mitte noch ein Center. Scheiße, sind so blöd. Und in der Mitte haben sie noch ein Center hingepackt. Das war ziemlich, ziemlich cool, weil ich vermute, dass in der Mitte, wo es die Stimme rauskam, so habe ich das zumindest geortet, und links und rechts kam das Orchester. Und dadurch wurde der Sound sehr aufgeräumt, kann man sagen, und nicht so in einem Monocluster in die Menge geschossen. Das klang sehr aufgeräumt. Fand ich sehr gut. Des Weiteren waren auch überall Surround-Lösungen angebracht, also überall zwischendrin hingen noch so ein paar Elektro-Voice-Lautsprecher, wo man nur vom Orchester so ein Surround-Feeling hatte. Da kam man eine Trompete durch, da kam man nur, weiß ich nicht, nur eine Pauke durch, was weiß ich. Aber nicht so unstrukturiert. Alles hatte seine Aufgabe, alles hatte seinen Sinn und alles hatte auch seine Berechtigung. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ab und zu war es schwer, die Menschen zu verstehen, die da gesungen haben. Und darf man nicht vergessen, das Ganze ist live, das ist ein Orchester und das sind mehrere Leute, die gleichzeitig singen, ohne Monitoring. Ich habe kein In-Ear gesehen, ich habe keine Box auf der Bühne gesehen. Die halt singen, die Schauspieler und die Techniker sind, die wissen das. Wenn sich ein Künstler nicht selber live hören kann, hat das extrem schwer, den Takt zu halten, die Töne zu treffen und vor allem sich zu konzentrieren. Fand ich schon beeindruckend. Was ich auch krass fand, es wurde analog gemischt. Keine Digitalkonsole. Es war eine riesen Analogkonsole. Ich hör mir jetzt ein Foto ein. Und wer schon mal an einem Analogmischpult gesessen hat, der weiß, auf einem Analogmischpult ohne viel Outboard, das ist echt schwer, einen geilen Mix zu machen im Vergleich zu heutigen Digitalpulten. Klar, es ist auch gut machbar und das wurde damals immer so gemacht, aber im Vergleich vom Workflow her zu den heutigen Digitalpulten ist es analog noch relativ schwer. Und da muss ich sagen, war der Sound wirklich gut. Und es war keine halbe Digitalkonsole in meinen Augen. Ich habe zumindest nichts Programmierbares entdeckt, wo man Szenen machen kann oder irgendwelche Mute-Gruppen programmieren kann. Und da waren ja bestimmt 18 Funkstrecken, keine Ahnung ungefähr, das ganze Orchester. Und du hast keinen Cue-Patzer gehört.
Das fand ich wirklich cool. Des Weiteren sind die auch rumgefahren und haben beim Fahren auch gesungen, waren im Publikum drin, auch die Geländer waren hydraulisch, ich glaube, war pneumatisch, hoch und runter fahrbar, es war alles sehr strukturiert. Und obwohl die an dem Publikum lang gefahren sind, mit Gesang, mit lauter Musik, keine Rückkopplung. Ein Mikrofon einzupfeifen davor ist nicht schwer, aber 10 Kapseln gleichzeitig offen, Headsets, also im Publikum, vor der PA, mit Musik, nicht ganz so einfach. Und dann noch mit dem analogen Mischpult. Das heißt, die EQ-Möglichkeiten sind gar nicht so eng mit einer so steilen Flanke, wie wir das mit einem Digitalpult hätten. Alles ziemlich unstrukturiert, aber jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Licht und dann will ich auch versuchen, das Video schon zu beenden, das wird schon wieder viel zu lang. Licht, wie gesagt, konventionell sehr viel. In der Brücke waren sehr viele Sunstrips drin, also so würde man heute Sunstrips nennen, wahrscheinlich nur halt im Parallel geschaltet, also die typischen Rampenlichter mit Farbfolie. Da dachte man so, aber es hat einen so coolen Charakter von diesem alten Theater, ist mega, mega cool, muss ich sagen. Hat auch echt Spaß gemacht, so zuzusehen, dieser richtig schöne Nachglimm-Effekt und nicht so straight an. Und die PWM hört irgendwann dann bei 50% auf und die geht einfach aus. Das fand ich echt super, super schön. Und vor allem keine Moving Heads, sondern Scanner. Und zwischendurch waren wirklich Movements, wo die Strahlen extrem schön durch die Gegend geflitzt sind. Das wäre mit einem Moving Head niemals möglich. Das ist nur mit einem Moving Mirror, also mit einem Scanner möglich. Und in dem Fall hat es echt gepasst und ich fand es echt cool. Diese alte Technik hat mich mega begeistert. Ja, kommen wir nun zum Ende. Fazit, Musical an sich fand ich sehr, sehr cool. Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen von meiner Mom zum Geburtstag. Hat mir alles sehr, sehr gefallen. Und der Saal war nett, die Schauspieler waren nett, die haben immer gegrinst, immer gelächelt. Man konnte draußen noch ein bisschen Fotos machen und das war schon sehr, sehr schön gemacht. Das Einzige, was ein bisschen krasser war, die Preise fürs Popcorn, aber es war leider immer so in dem Fall. Und am Ende hat mich echt gewundert, wie klein das Orchester war. Dann kamen die auf die Bühne von dem unteren Stockwerk hoch und das Orchester, das klang sehr groß. Das war total klein. Das waren nur wie gefühlt 5 Leute. Wo ich dachte, Wahnsinn, wahrscheinlich haben die noch Instrumente gewechselt, keine Ahnung. Echt cool. Saal Express, eine Empfehlung, wenn ihr was Cooles sehen wollt. Es ist teuer, klar, aber es gibt ab und zu mal Angebote, wo ihr es günstiger schnappen könnt. Geht dahin. Gerade für Techniker und auch für normale Menschen, also eigentlich für alle, blöder Satz, ist es ein tolles Erlebnis. Es hat diesen richtig schönen Vintage-Look, aber nicht zu blöd, dass man denkt, alles alt. Sehr geil gemacht, schöne Szene gesetzt, sehr niedlich und ja, ein Spaß für Groß und Klein. Mensch, der Ring hat ja fast aufgehört. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn nicht, gib mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Das ist recht. Also mir ist die Bewertung recht wichtig. Nicht immer nur Likes. Yeah. Gib mir 10.000 Likes und so weiter. Upper Red Style. Nee, abonnieren würde ich mich auch freuen. Und ja, Folge 1 wird nochmal hier neben mir verlinkt. Und da unten kannst du nochmal kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.